Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Haringway. Wir spielen Fragile Dreams weiter. Es ist jetzt sehr wichtig, dass ich diese Aufnahme mache, weil ansonsten habe ich kein Video für heute Abend. Und ja, irgendwie relativ spontan. Egal. Wir sind also beim letzten Mal aus der U-Bahn-Station entkommen, möchte man fast sagen. Und wir wollen uns jetzt an diesem Lagerschuppen dort hinten umsehen, weil sich dort ein ominöser Schlüssel befinden soll, mit dem wir zur Shopping Mall der U-Bahn-Station vordringen können, wo wir das silberhaarige Mädchen vermuten, weil Frauen gerne in Shopping Malls gehen oder so. Ich weiß nicht genau, was da der Hintergrund war. Dort hinten in der Ferne sehen wir übrigens den Turm, wo ja unser lieber Herr Großvater, der nicht wirklich unser Großvater war, aber der ältere Mann, mit dem wir ganz lange zusammen gewohnt haben, er hatte ja gesagt, dass wir dorthin gehen sollen in diese Richtung, scheint noch ein Stückchen entfernt zu sein. Ja, werden wir bezeiten, dann bestimmt noch hinkommen, beziehungsweise wird bestimmt das Ende des Spiels sein oder so. Und dann ist da hinten beim Turm irgendetwas total Mystisches und absolut Unglaubliches, was man in jedem Fall gesehen haben muss. Wir gehen jetzt einfach mal außen um das Gebäude herum, einfach damit ich schon mal Fluchtwege abchecken kann, wollte ich sagen. Aber dieser zweidimensionale Busch, der verdirbt mir irgendwie die Entdeckungstour. Ich komme leider nicht näher an ihn heran und schon gar nicht dran vorbei. Kann ich vielleicht auf der anderen Seite irgendwie so ein ganz klein bisschen gucken? Ich will nur gucken. Ah, hier, da liegt doch irgendwas, oder? Ist das? Nee, Moment. Ist es doch das tatsächlich irgendwas? Moment, was bist du? Ein rätselhaftes Objekt. Okay, gut. Ja, hat sich die kleine Erkundungstour auch schon mal gelohnt. Das ist schön, dass mich nicht mal der Busch aufhält, sondern die unsichtbare Wand, die davor steht. Ist ja raffiniert. Mit Fenstern und so haben die es da drin nicht. Das könnte gleich verdammt dunkel werden und vermutlich auch verdammt unheimlich, aber das Gebäude selber scheint jetzt nicht allzu groß zu sein. Na gut. Gucken wir mal, was sich da drin verbirgt. Weniger Kisten als gedacht. Mami? I hear someone. Whoa. Oh. Das hast du sehr gut erkannt, mein Kind. Hi. Look, I'm trying to find a key, but I guess you wouldn't know about it. Sie ist ein Geist, oder? Deswegen diese komische dunkelblaue Aura. Now, be a good girl and listen. We're looking for a gold. I am too listening. You're looking for this key. Ah. It's golden thin, so there is a 97% chance that it is the key we need. Okay, wir brauchen den Schlüssel. Listen, could you let us borrow that key? No. Okay, kurz und schmerzlos. We are on a very important mission. Please. Ja, eine sehr wichtige Mission, eigentlich ja nun auch nicht. Aber egal. Eine wirkliche Mission haben wir ja momentan wirklich nicht. Es geht uns ja eigentlich nur ums Überleben, ums Leute finden. Das ist irgendwie, es ist ein seltsames Spielziel bis hierhin. Irgendwie, ich glaube, irgendjemand hat von euch hatte das auch schon in den Kommentaren erwähnt. Also man hat irgendwie nicht so wirklich das Gefühl. Oder man, es fällt irgendwie schwer zu begreifen, worauf das Ganze jetzt noch so hinauslaufen wird. Stop being so bratty and hand it over immediately. Und tut mir leid, dass ich hier die ganze Zeit dazwischen quatsche. Jetzt übertreibt man nicht. Don't cry. What should we do? Beats me. Play with me. Huh?
I said play with me! Oh, okay then. What do you want to play? Hide and go seek! Na, bitte nicht verstecken. Hide and go seek? Yeah! I'll go hide and you find me! Ich hasse Versteckspiele. If you win, I'll give you the key. Habe ich schon früher als Kind selber nicht gerne gespielt. It seems we must comply. Yeah, guess so. Okay then, come on. Let's play hide and go seek. Ich meine, das ist so ziemlich das langweiligste Spiel, was man doch mit als Kind spielen kann, oder? Wenn man jetzt nicht unbedingt derjenige ist, der suchen muss. Weil als Person, die sich nur verstecken muss, man hat absolut kein Feedback, wie weit das Spiel schon vorangeschritten ist, ob derjenige, der sucht, auch wirklich noch sucht oder ob man einfach nur dämlich die ganze Zeit in seinem Versteck sitzt, und es macht einfach keinen Spaß. Yay, I'm gonna go hide now. Cool. Wie spielt man... Okay. Wir spielen dann bitteschön mit einem Geist, verstecken. Das kleine Mädchen ist unsichtbar, aber wenn du aufmerksam lauscht, kannst du sie über die Wii-Fernbedienung hören. Also über die TV-Lautsprecher. Je lauter ihre Stimme, desto näher ist sie. Wenn du glaubst, dass du sie hast, drücke A. Ist sie dir entwischt, so versteckt sie sich an einem neuen Ort und du musst von vorne beginnen. Viel Glück. Okay. Das heißt, ich muss mich jetzt gut umgucken und vor allem gut umhören. Ah, hier auch überall unsichtbare Mauer. Kinder lachen? Sie ist hier irgendwo. Oder? Sie macht sie bei mich lustig. Ich muss... Es tut mir leid, dass ich ein kleines bisschen jetzt still bin, aber ich muss mich natürlich ein bisschen drauf konzentrieren. Das klang doch eben gerade so wie... Oder? Dass sie relativ nah ist? Hier? Gotcha! Tatsächlich, okay. Wie next time? Jetzt gib mir einfach einen Schlüssel. Okay, jetzt wird's gerade ein bisschen unheimlich. Aber auch nur, weil vor meinem Haus irgendwelche Wagen mit Blaulicht parken. Na gut, ich versuche mich nicht davon irritieren zu lassen. Weiß es nicht, ob es Polizei ist oder Krankenwagen oder so. Hat dann auch nicht unmittelbar etwas mit meinem Eingang zu tun. Gut, egal. Ist jetzt vollkommen uninteressant. Ich muss kleine Mädchen suchen, die sich verstecken. Kleine Mädchen, die sich verstecken. Klingt ja schon wieder so, als ob sie ganz nah dran wäre. Gotcha! Tatsächlich. Es ist ein bisschen tricky, weil man sich ja wirklich nur... Man kann sich ja auf nichts verlassen. Beziehungsweise nur auf das eigene Gehör. Man muss dann eben herausfiltern, wo klingt sie jetzt mal ein bisschen lauter und wo nicht. Ansonsten hat man absolut keinen Indikator, wo sie sein könnte. Das könnte später eventuell noch fies werden, sofern das noch öfter vorkommt, dass man irgendwie solche Versteckspiele machen muss. Not again! I won't stay put this time! You'll never ever find me! So there! This time, if I hear your footsteps, I'll just run away and you'll never catch me. Okay. Das ist mies. Jetzt bewegt sie sich also hier, ja? Bringt es was, wenn ich schleiche? Lacht hier die ganze Zeit. Aber... Oh. You can't find me. You can't find me. Gotcha. Huh?
guess not. Ich dachte, das wäre relativ laut. Ah, es war noch ein bisschen entfernt. Scheiße. Die Richtung war gut. Jetzt hier irgendwo? Jetzt. Gotcha. Okay. Wow. Nicht einfach. Wirklich nicht einfach. Uh-oh, you found me. That means you win the game. Wow, you were good at that. It wasn't easy finding you. It wasn't? I'm pretty good at hiding, but I'm not so good at running. Oh, and don't forget this. It's for you. Here you go, like I promised. Thank you. Here, you can have this in exchange. I found it in the station. Oh, this is my mommy's. She made it special just for me. Sweetie, I'm sorry it took me so long. Mommy! Hmm? What is it? Oh, Mommy! Yes, yes. Now what is it? Please, Mommy! Hmm? Please, don't leave me alone ever again! I won't. I promise. You promise. She's gone. I guess I'm all by myself again. Well, technically speaking, you were not by yourself. What? Oh yeah. I guess you're right. I've still got you. Yes. Du hast den Einkaufspassagenschlüssel erhalten. Finde den Eingang zum Einkaufszentrum. Okay, das sollte ja da sein, wo wir schon mal waren. Dadurch, dass wir jetzt den Papierkranich überreicht haben, konnte die Mutter ihr kleines Kind wiederfinden, oder was? Das war ja auch, ja, ich hatte es jetzt nicht erwähnt, aber klar, das war das kleine Mädchen anhand der Erinnerungen, die wir zwischenzeitlich immer schon aufgerufen hatten. Und so hatten wir ja dieses Gespräch mitbekommen, eben den Dialog zwischen kleiner Tochter und ihrer Mutter. Und das war eben die kleine Tochter und dann schlussendlich auch ihre Mutter. Wir hatten ja auch mitbekommen, dass die beiden wohl irgendwie getrennt wurden. Nee, die Mutter ging irgendwie weg, aber dann kam es irgendwie zu dieser Katastrophe mit Erdbeben und so weiter. Und danach hat sie wahrscheinlich ihr Kind nicht wiedergefunden oder so. Ja, aber dann hat das Ganze ja jetzt mehr oder weniger ein Happy End gefunden. Mehr oder weniger. Ja, war jetzt für Seto aber auch gar nicht mal so eine große Überraschung oder irgendwie sowas in der Art, dass er es hier mit Geistern zu tun hatte. Ich kann hier übrigens nicht weitergehen. Das wollte ich wenigstens noch überprüfen. Oh, kleines Miezekätzchen. Mieze, 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 Mieze. Mir hat jemand gesagt, es soll immer dasselbe Kätzchen sein und es wäre gruselig. Weiß ich nicht, ob das dann gruselig ist oder nicht. Ich mag einfach Katzen. Katzen sind schön. Gut, okay. Dann gehen wir jetzt also wieder zurück Richtung U-Bahn-Station und setzen dann den Schlüssel an der dafür vorgesehenen Stelle ein, um ja, weiter voranschreiten zu können. Vorher machen wir aber natürlich kurz halt beim Lagerfeuer. Es ist doch nicht immer dieselbe Katze. Außer die Katze ist sehr schnell und sehr flink. Es gibt vermutlich nur eine einzige Katzengattung und Katzenfarbe in Japan. So muss es sein. Egal. Wir gehen jetzt vorher erstmal ins Lagerfeuer. Better warm up. Richtig so. Hey, could this be...
Zerrissener Brief. Na gut, Erinnerung lesen. I'd always meant to see you, but now it's too late. The world is over, but might wake up again. But it doesn't matter. You'll never find this. And even if you do, what will the awakened world be like? Will the stars still be in the sky? Will the moon still shine down on us? Du legst das Objekt weg. Wer hat das geschrieben? Man weiß es nicht. Wir werden es für den Moment auch nicht wirklich erfahren. Okay, wir speichern unseren Spielstand und freuen uns und werden unser Abenteuer hier beim nächsten Mal fortsetzen, wenn es weitergeht mit Fragile Dreams. Ja doch, ist die richtige Richtung. Gut, okay, wir kehren dann also zurück in den U-Bahn-Tunnel-Schacht, was auch immer. Und ja, dann mal gucken, wie es weitergeht. Ich bin gespannt, ihr hoffentlich auch. Ich sag für den Moment dann aber erstmal wieder Tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.